Leute, ist draußen und herzlich willkommen zur 10. Folge der Pokémon Omega Rubin und Alpha Saphir. Fast, ja. Das trifft es. Die Rubin versus Saphir, Randomizer, Nuzlocke, nicht Omega Rubin und nicht Alpha Saphir. Tut mir leid. Aber natürlich mit dem charmanten Fanmade Let's Play. Hallöchen, Freunde. Und mit diesem wunderbaren Megametagross in meiner Hand, was das zu bedeuten hat, ich habe keine Ahnung. Ich weiß es auch nicht, Leute. Ich würde auf jeden Fall mal sagen, wir gucken mal in unsere Teams. Ja, gucken wir in unsere Teams. Ich habe in meinem Team Relaxo, Hariyama, Kabuto, Pipi, was da immer noch rumgammelt, Mew und das in der letzten gefolgene... In der letzten Folge gefangene Snobidicat. Was ist denn so in deinem Team, Tim? Wir hatten hier ein Dragonier, Saphira. Aha, woher kommt das denn? Gengar, kennt ihr ja bereits, und unser Flamara. Hey, Tim. Aber ihr merkt vielleicht, ich hab eine Frage. Da fehlt doch etwas. Wo ist dein Metang? Keine Ahnung, aber ich kann nicht sagen, wer es weiß. Das verkackte Sengo von Maike. Ach, was? Ja, Leute, das war übrigens, ich habe außerdem schon angefangen zu laufen, aber ich habe noch nichts gemacht und gehe jetzt wieder da zurück, wo ich gerade stand. Okay. 3, 2, 1, so, los. Gut. Das hat los. Ich bin zum Pokémon Center gegangen, bin wieder zurückgelaufen und laufe jetzt wieder zum Pokémon Center. Ich wollte jetzt eigentlich Dragonier nicht nach vorne setzen, weil ich habe gerade nachgeschaut, was Dragonier noch so lernt, und Dragonier lernt bloß Crab. Nice. Und wir hätten in der letzten Folge fast drei Quasar gefangen. Schade eigentlich. Schade eigentlich. Ja, schade eigentlich. Wirklich? Schade. Aber Tim. Eigentlich. Aber Paul. Gut. Was muss ich machen? Ich kann eigentlich jetzt nur kämpfen und ein bisschen trainieren. Kriege ich noch irgendwo einen Encounter? Ich glaube nicht. Doch, da oben. Da könnte ich, glaube ich, noch einen Encounter bekommen. Ja, Route 111. Da kriegt man noch einen Encounter mit einer Angel. Weißt du, nice. Was ich bitter finde? Was? Ich habe vor zwei, drei Parts noch gesagt, Leute, ich habe das Gefühl, ab jetzt wird alles besser. Ja. Yeah. Ich glaube, du hast Scheiße gelabert. Ich habe euch belogen. Es tut mir leid. Aber ja, Leute, da wir in diesem Part offenbar nicht viel tun werden, außer ein bisschen leveln und farmen. Also ich werde in diesem Part höchstwahrscheinlich noch nicht in die Arena gehen. Ich denke auch nicht. Ja, Paul und ich haben uns deswegen nämlich wieder auf unserer Lieblings-Social-Media-Plattform Twitter rumgetrieben. Und oh nice, ich habe einen Kleinstein geangelt. Und haben da wieder nach ein paar Fragen eurerseits gefragt, und da sind einige Fragen zusammengekommen, davon werden wir heute wieder einige beantworten. Und ja, dann würde ich sagen, fangen wir direkt an. Cassie fragt, also @RudyCassie, mögt ihr Käse? Ja. Ja, cool. Ich mag Käse an sich ziemlich gern. Und Tim, ich habe gerade mal wieder meinen Encounter getötet. Großartig. Aber Kleinstein braucht man doch ähnlich, Leute. Oder? Das stimmt leider. Oder? Ja, Käse ist ganz cool. Ich mag Käse aber eher in gebackener Form. Oh ja, ich liebe es in gebackener Form. Oh ja. Also, ja. Käse kann man einfach überall drauf schmeißen. Du hast ein Brot, pack Käse drauf, tu es in die Mikrowelle. Ja. Du hast Nudeln, pack Käse drauf, tu es in die Mikrowelle. Perfekt. Du hast Pudding, Pizza. Pack Käse drauf und pack es in die Mikrowelle. Alles funktioniert mit Käse. Ach, Cheese Ice Cream, Leute, das kommt auch noch. Wir bringen das auf den Markt. Und ja, die zweite Frage von ihr, genauso notwendig zu wissen. Was ist die perfekte Körbchengröße für euch? Körbchengröße, sehr gut. Körbchengröße für euch. Also die Frage muss man ja erstmal genauer definieren. Ist damit gemeint, welche Körbchengröße wir bei Frauen präferieren oder bei uns? Das sticht für mich nicht ganz aus dieser Frage heraus. Das ist sehr kompliziert. Ja. Das müssen wir nochmal in einem speziellen Video, glaube ich, behandeln, oder? Also eigentlich warte ich jetzt auf eine Antwort von dir. Oh, verdammt. Warte. Jetzt bin ich verwirrt. Warte, Tim. Dieses Hutut. Nein, geht sich vom Thema ab. Hutut sieht auch aus. Hutut sieht auch aus wie so ein Bub. Genau, Hutut. Guckt euch mal Hutut an. Ey, jetzt mal wirklich. Körbchengröße Hutut. Ja, daraus steht Paul. Das ist meine Antwort. Aber ihr müsst jetzt wirklich mal auf Hututs Augen, also spult zurück, ich hab's jetzt schon besiegt. Und spult auf, guckt euch Hututs Augen an und dann auf die zwei kleinen Punkte in den Augen drin. Ja, also wir stehen auf Körbchengröße Hutut. Kann man nicht anders sagen. Mhm.
Ja, genau so. Joey Krembeck fragt, das ist übrigens der Typ, der mir damals mein Intro gemacht hat, das ich aber irgendwie viel zu selten benutze, weil ich irgendwie nie, entweder bin ich zu faul oder es passt irgendwie gerade nicht so gut ins Video. Es tut mir furchtbar leid, Joey. Fragt, wieso bist du so cool? Hashtag please notice me, Senpai. Also ich oder, nein, warte, warum sollte jemand hinfahren? Ja, warum bin ich so cool? Obwohl, stopp, wir müssen diese Frage auch genau definieren. Meint er cool im Sinne von kalt? Das lässt sich nämlich ganz leicht beantworten, Leute. Die Freezes, die haben mich auch außerhalb des Spiels geprägt. Ja. Ja, einfach, ganz einfach beantwortet, ne? Ja. So, ich gehe jetzt mal hier in meinen Encounter auf Button 18 fangen. Meine Lieblingsfrage. Hexgott. At Fanmade Let's Play. Keine Capture Card. Das ist eine super Frage. Das ist keine Frage, aber ich danke dir trotzdem für diesen Beitrag. Bitte. So. Jetzt muss ich leider kurz das Spiel dafür anhalten, aber ist egal. So, at Yukinator, was ist eure Lieblings-TCG-Karte? Ja, Paul kennt sich ja ein bisschen besser aus als ich. Ich könnte es nicht wirklich genau sagen, glaube ich. Es gibt eine wirklich ziemlich coole Manfaxo-Karte, die hat mir der Domi mal gezeigt. Sah echt ziemlich cool aus. Also ich habe ja leider keinen Plan vom TCG. Ich kenne sehr viele Karten gar nicht. Ja, ich kenne auch nicht alle, deswegen kann ich das gar nicht so sagen. Ja, ja, deswegen, also das ist schwierig. Also ich finde einfach ultra viele EX-Karten episch. Mhm. Ist auf jeden Fall so. Mehr kann ich auch nicht. Ich finde den Artstyle von den Karten auf jeden Fall richtig gut von den meisten. Oh ja, das stimmt. Da haben sie sich echt Mühe gegeben. Das stimmt. Ja, aber wie gesagt, zu der Frage kann ich nicht besonders viel sagen. So. Ich würde jetzt spontan sagen, diese Mamfaxo-Karte von so einem Event, aber die kann ich jetzt auch nicht genau definieren. Obwohl, ich habe so eine richtig süße Shigi-Karte hier. Wahrscheinlich die, wenn ich mich schon entscheiden muss. So, ja, nächste Frage. Ja. Was ist im Competitive-Bereich euer absolutes Hass-Pokémon? Oh, mega Bisaflor. Schlapper. Frage geklärt. Das ging schnell. Das ging wirklich schnell. Ja, warte, aber die Frage ist, Schlapper oder Mega Schlapper? Beides. Ich hasse beides. Okay. Im CP natürlich Mega Schlapper. Aber da du ein normales Schlapper brauchst, um Mega Schlapper, ich wollte gerade sagen, aus Feld rufen zu können, ich spiele zu viel Yu-Gi-Oh! benutzen zu können, brauchst du natürlich auch ein normales Schlapper. Ja, ja. Das ist ein Argument. Dann, DaniSahne6. Auch ein guter Name. Würdet ihr lieber ein gratis Game mit DLCs oder ein kostenpflichtiges ohne DLCs kaufen? Kostenpflichtiges ohne. Ja. Ja. Gratis. Oder ein gratis Game mit DLCs oder ein kostenpflichtiges ohne? Ich weiß auch nicht. Müsste ich nochmal drüber. Oder man macht's wie bei Splatoon und macht ein kostenpflichtiges mit gratis DLCs. Ja, das ist auch eine gute Idee. Oh, schon wieder, bestimmt wieder ein EP, den Gänger gebraucht hatte. So, da muss ich wieder ein bisschen runterscrollen. Warum ist mein Team so langsam? Gut, verdammt. Okay. At XX Neolink XX. Findet ihr Steve sexy? Ja? Natürlich. Frage beantwortet. Stellt euch jetzt die Scarlett-Stimme vor. Was für eine dumme Frage. Voll Idiot. So. Ja. Mikkel fragt, Mikkel Blum, wie viel bekommt ihr derzeit von der, Gott, von der kleinen Flüchtlingskrise an der Grenze zwischen Österreich-Ungarn mit? Ja, Paul, ja. Wie viel kriegst du davon mit? Sagen wir es so, ich gucke keine Nachrichten. Also, wow, ich habe einen Tauboga als Encounter. Die Antwort ist nicht viel. Und es ist auf Level 7. Und du, Tim? Ja, alles, was nicht auf Twitter gepostet wird, interessiert mich nicht. Nein. Wow. So in der Schule. Wie in der Schule. Wenn der Inhalt für meine nächste Pädagogik-Klausur nicht auf Twitter gepostet wird, dann lerne ich es auch nicht. Oh shit, Togepi hat Metronom eingesetzt und hat dann Staffette eingesetzt und ist in Krakelo gegangen und ich war in Hariyama. High Competitive. Ich wollte das Togepi nur saven. Na, jetzt holt sie es wieder rein. Auch eine sehr interessante Frage. Wollt ihr in Season 3 der GPL offensiv, defensiv oder balanced spielen? In Klammern, ihr müsst nichts erzählen, wenn es geheim ist. Ich versuche auf jeden Fall ein bisschen offensiver zu spielen als jetzt. Und mit bisschen meine ich um einiges.
Weil es macht mir persönlich einfach viel mehr Spaß. Ja, auf jeden Fall. Ich bin einfach Mono-Normal-Team. Und heißt Käfer-Maniac. Ja, das halte ich für ein Gerücht. Ich kann noch gar nichts dazu sagen. Ich habe mir um mein Team tatsächlich noch gar keine Gedanken gemacht. Weiß ich noch nicht. Das entscheide ich dann, wenn es soweit ist. Und ich habe einen Tauburger gefangen. Nice. Gaia Enforcer hat zwei Fragen gestellt. Erstens, wenn ihr jetzt Saft haben könntet, welchen würdet ihr haben wollen? Seht das hier als Saft? Ich halte gerade einen Rockstar Energy. Ich wusste, dass du irgendeinen Energy Drink in die Kamera hältst. Seht das als Saft? Ja, ich nenne meinen Tauburger als Mockingjay in Anlehnung an meine Feuerrotnaslok. So. Aha. Ist er nicht auch gestorben? Ja. Nee, Moment. Er ist ja alles gestorben. Du Spoiler. Bist ein Arschloch. Und dann die zweite Frage. Habt ihr euch schon für eine Strafe entschieden? Also ich glaube, entschieden haben wir uns noch nicht. Aber nee, aber ich habe einen Favoriten. Wir haben ein paar Favoriten. Möchtest du sagen, was dein Favorit ist? Ich will es nochmal geheim halten. Also ich glaube, wir haben es sogar schon mal gesagt, aber ich will es jetzt auf jeden Fall nochmal geheim halten. Ja doch, stimmt. Wir haben das schon mal in irgendeinem Part erwähnt. Also Leute, müsst ihr leider alle Parts durchgucken. Ich sag euch nicht, wo es ist. Wenn ihr es unbedingt wissen wollt, dann schaut die anderen Parts. Wenn ihr es unbedingt wissen wollt, klickt auf die Links in der Videobeschreibung. Und kauft unseren Scheiß. Kauft unseren Scheiß, Leute. Yeah. Dann, @patamon34. Bester Name. Was ist euer Hass-Pokémon? Cooper Unbound. Schlappohr. Hätten wir das auch geklärt. Warum Hooper? Was hast du gegen Hooper? Ach, Hooper Unbound hast du gesagt, ne? Ja, weil das normale Hooper finde ich nämlich ganz cool. Ist mir relativ egal, aber Hooper Unbound. Das ist kein Pokémon mehr, Leute. Was ist das? Das ist irgend so ein hässliches Monster mit 6 Armen, das einfach mal jede scheiß Legende zu sich teleportieren kann. Mir nichts, dir nichts. All die ganzen Mythen und Legenden, die aufgebaut haben in ihren Spielen. Ach, scheiß doch drauf, ich teleportiere die einfach mal da irgendwo hin. Ist das in dem Film so, oder wie? Ja. Ach du Scheiße. Wie kacke ist das denn? Egal. Und Arceus muss kommen, um es zu ficken, oder wie? Ich hab keinen Plan mehr, was mit diesem Pokémon los ist. Dann, @bisam97. Mögt ihr Regen? Ich liebe Regen. Ich habe letztens einen Tweet dazu gemacht. Ich liebe Regen. Ich auch. Regen ist das Beste überhaupt. Das war sogar noch gestern. Wir nehmen ja am Dienstag gerade auf und gestern am Montag, falls ihr es noch nicht wusstet. Und es hat halt geregnet und ich war todmüde und hätte eigentlich gestern ein Tennistraining gehabt. Aber hab mir einfach gedacht, bitte regne es, damit ich nicht zum Training muss, weil ich müde bin. Und dann habe ich 4 Stunden geschlafen, denn es ist ausgefallen. Wobei das nicht besonders viel heißt bei dir, du bist permanent müde. Hey, da war ich sehr müde. Ja, okay, alles klar. Wow, danke Pi, dass du Bitterkuss einsetzt. Dieser Kampf wird dadurch überhaupt nicht in die Länge gezogen. Kiorim in weißer Schoki. Du hast gar nicht zu Regen gesagt, oder? Wozu was? Zu Regen? Doch, ich hab gesagt, ich liebe Regen. Tatsächlich, ich liebe es einfach, weil es mega chill. Es ist mega chilliges Wetter einfach, deswegen mag ich auch den Herbst so gerne. Ja, ich liebe den Herbst. Nicht deutlich besser, als wenn Sommer irgendwie du vor Hitze einfach stirbst. Ich könnte jetzt in meinem Mew gehen, Wandler auf das Isso einsetzen und dann wird's lustig. Ja. So, Kiorim in weißer Schoki fragt, mögt ihr Schokosprühsahne? Keine Ahnung. Diese Frage macht mir irgendwie Angst. Kontext! Habe ich nie probiert. Also, jedenfalls nicht so, wie es auf der Dose angeordnet ist. Ich meine. Tim? Paul? Nach der Aufnahme? Ich meine, nächste Frage. Okay. Arcanimon fragt: Wie würdet ihr eine weibliche Schildkröte nennen? Name wird dann auch benutzt. Timina. Ich weiß Timi. Nicht. Fette Schildkrötchen. Tim Manfa oder so. Wow. Oder fette Schildkrötchen. Hauptsache das Yen da dran, damit es schön süß klingt. Oh. Ja. Also was, Paul? Ich kann es auch fette Schildkröte Shan nennen. Shan, Hauptsache noch Shan dran. Ich werf meine Grundsätze über den Boden und geht's in die Arena. Oh shit, Tim. Fuck life. Ich will jetzt so ein Bild von Tim Fuck life vor der Arena. Ich werde dieses Tauburger als Death Ward darauf bewahren. Ich werde es nicht trainieren. Es ist auf Level 7. Außer es bietet sich gerade an, aber das mag ich zu bezweifeln. So, warte. Go, Leute. Ich bin gerade in Wiesenflur bei dieser Dame, die einem sagt,
wie dich halt das Pokémon gerade, welche Beziehung ihr also habt, ne? Verstehst du? Ob es dich mag oder nicht. Und sie sagt, oh, dein Pokémon, es mag dich, es möchte von dir verwöhnt werden. Ja, dann, welches denn? Ich glaube, Relaxo. Nein, Mew! Oh, ja, dann verwöhn mal Mew. Nicht, dass sie noch wütend wird. Leute, ich bin mal kurz weg. Oh ja, Mew, oh ja! Bin wieder da. Hallo, du sollst Mew verwöhnen, nicht umgekehrt. Sehr ekelhaft. Mew hat wann eingesetzt? Okay, in was hat es sich verwandelt? Wie an mich. Okay, hätten wir das auch geklärt, kommen wir zur nächsten Frage. Was ist euer Lieblings-Pokémon vom Typ Kampf? Logok? Ich würde sagen Scaraborn oder Kapilz. Aber nee, Logok ist auch cool, ja. Aber Scaraborn oder Kapilz würde ich sagen. Bei mir. Ich finde die ziemlich sick. Sowohl im Competitive als auch vom Design und so weiter. Ich liebe Logok. War mein erstes Pokémon. Also, Flammy war mein erstes Pokémon. Generell so viel Erinnerung an dieses Mon. Deswegen Logok. Warum muss dieses dumme Pipi jetzt Gesang einsetzen? Es ist ein bisschen unfreundlich, wenn ich ehrlich bin. Ich kämpfe gerade gegen Fan Chuck. Oh. Ich dachte gerade, du wolltest sagen, ich kämpfe gerade gegen Fan Mate. Wow! Ich habe das Abra mit Schlecker paralysiert und hat die Synchro geprockt. Nice! Das ist natürlich stark. Das muss man auch mehr. Das muss man auch erstmal schaffen. Ich kann nicht mehr reden. Ja. So, was? Und die letzte Frage ist auch vom gleichen User von @michiistgengar. Was ist euer Lieblings-Pokémon vom Typ Geist? Gengar. Ja, Gengar ist cool. Frosselio finde ich aber auch cool. Oder Paragoni. Paragoni finde ich auch süß. Ja, Paragoni ist auch ziemlich cool. So, aber ich guck nochmal. Ich glaube aber, dass das schon alle Fragen waren. Gengar, Gengar. Nee, wir haben gerade noch ein paar Fragen bekommen. Zwei Fragen. Oh, nice. Sehr gut. Dann go! Ich weiß gar nicht, ob die Frage dazu... Ne, okay, die kam nicht dazu. Ed Kampfapfel fragt. Pepsi oder Coke? Coke. Naja, fragen wir mal anders. Wenn du in ein Restaurant gehst, bezahlst du mit echtem Geld oder mit Monopoly-Spielgeld? Also ein schöner Vergleich. Und ich sehe gerade, dass das Trassler nicht gerandomized ist. Dass es gerandomized ist. Okay. Welches Pokémon hat er bei dir? Schaloko. Achso, stimmt, stimmt, aber was bei mir hat der Barsch war. Ich muss sagen, ich trinke beides. Ich präferiere Coke, aber ich trinke beides. Okay. Ich trinke, keine Ahnung, wenn es nichts anderes gibt und ich irgendwie sowas in der Richtung trinken möchte, dann Pepsi, aber Cola ist immer in meinem Herzen. Oh, hier ist ein Voltilam, es ist so süß und ich hab's verbrannt. Er war meins. So, und die letzte Frage. Das ist so knubbig. Und ich werde es töten. Von Stroh, Ruffy. Oh, nice. Angenommen, ihr hättet nicht mit YouTube angefangen, seid ihr dann anderweitig aktiv oder führt ihr euer Leben wie bisher? Das ist eine interessante Frage. Ich würde jeden Tag faul auf der Couch rumsitzen und nichts machen. Vermutlich auch, ja. Ich würde vielleicht meine Hausaufgaben mal machen, aber... Ach, Quatsch, nein. Das ist nebensächlich. Da fallen mir bessere Alternativen, nein. So, ein Kampf noch, dann bin ich, dann bin ich beim Arena, Alter, holy shit. Aber ich weiß nicht, ob ich den jetzt schon machen soll. Ich hab Angst. Auch nicht. Auf jeden Fall, Leute, vielen Dank für die zahlreichen Fragen. Das waren echt krass. Ja, das ist immer super, duper toll, das zu lesen. Oder das zu beantworten. Reinhard, du bist ein blöder Bastard. Hm, was hat er gemacht? Er hat einen Chigi in den Kampf geschickt. Doch! Wirklich! Ach, schön. Schön. Dieses Chigi verspottet mich. Mann, es ist mir aus... Von der ersten Route, ne? Ist es mir über Faustauhafen gefolgt, bis jetzt hin nach Malvenpro City und jetzt hat es sich einfach einen anderen Trainer gesucht. Ist okay. Fick dich auch, Chigi. Ja. Vermutlich muss ich das tun. Ich sag, Tim wird bald sein Signature wechseln. Ohne Scheiß. Dieses Let's Play könnte dafür sorgen, in der Tat. Nice. Aber Saphira ist ganz gut gegen Wasser-Pokémon, das gefällt mir. Weißt du, auf welchem Level das höchste Pokémon von Arena Leiter ist? Ich glaube 23 und deswegen überlege ich mir, ob ich das nicht vielleicht nur noch ein bisschen aufschiebe. Das finde ich gar nicht mehr so schlimm. Ja, hätte ich Metern, würde ich das auch so sehen.
Nee, weil Totoro ist jetzt Level 20 und die anderen beiden auf 21. Oh, ich muss mal kurz einen Supertrank, nicht, dass ich wieder einen Crit riskiere. Deswegen bei mir geht's alles ganz ziemlich gut. Hätte ich jetzt noch das Rayquaza. Ich glaube aber fast, wir müssen gleich den Part schon wieder beenden, oh mein Gott. Oh, die Shit, Leute, wie die Zeit verfliegt. Ja. Du meinst, die Facecam gerade irgendwie zu dunkel? Nee, es geht eigentlich nicht. Bei mir ist sie immer schön hell. Ja, weil du Bonzo ein bisschen Softboxen hast. James? Du beleidigst mich. Ach nee, warte, ich war gar nicht Philipp. Verdammt. So, das vergesse ich immer wieder. Chigi. So, tschüss, Habitag. Das ist unglaublich. Aber egal, nicht, dass ich mich aufregen würde. Jetzt schickt der Pipi in den Kampf. Ich finde schön übrigens, dass noch keins meiner Pokémon gestorben ist im Vergleich zu anderen Personen hier. Ja. Ich beneide dich. Ich mich auch. Boah, Nicholas ist voll die Crit-Maschine, Alter. Wozu sollte ich noch offscreen? Wozu sollte ich im nächsten Part noch trainieren, wenn ich einfach mit Nicholas critten kann? Wow. Alter, dieses Pipi macht die Plays, macht Zugabe und Spotlight. Oh shit. Lag so war im Speedy. Holy shit! Das ist in der Tat ungewöhnlich. Ja, es hat jetzt eine Init von 19. So, und das letzte Pokémon meines Gegners ist Fleckmon. Warte mal, kann sein, dass Mickey gar keine Scheinwerfer mehr hat? Das wäre ein bisschen doof jetzt. Fleckmon sieht irgendwie komisch aus. Sieht aus wie so ein Haufen. Wer? Fleckmon. Und warum benutzt das Gena? Egal. Ich mach weiter mit Windhose. Oh nee, das wird ein langer Kampf. Ah, wegen diesem dummen Reflektor. Jetzt hab ich einen Aufwecker dabei. Volke, geh weg damit. Drecksvieh. Wo bist du jetzt gerade? In der Arena, glaube ich, beim letzten Trainer. Oh shit, da bin ich auch. Geh doch weg mit deiner dummen Giftwolke, verdammt. Und ich habe keinen Aufwecker. Das bedeutet, du überholst mich jetzt gegen Ende des Parts. Nice. Wow, Reflektor lässt jetzt endlich mal nach, wenn ich dann vergiftet bin. Wow. Ah, Expedern ist Saphira, mit dir kann man arbeiten. Holy shit. Nice. Dich dafür. Du bist im Recall, dich beeil dich und werde nicht irgendwie dich unnötig in den Tod reißen. Ja, der Paul auf Level 22 lernt es Drachenwut. Okay, ich mache jetzt was richtig Riskiges. Riskiges. Es wäre cool, wenn ich Saphira vor dem Arena auf Level 22 kriegen würde. Aber es kämpft Ammonitas gegen Slice und. Ich setze Absorber ein, ich bin schneller. Warte mal, wenn er es auch Absorber hat, dann ist Slice tot. Glaube ich. Kann Ammonitas überhaupt Absorber? Oh nein, ich setze Umklammerung ein. Nice! Okay, ich habe jetzt alle Trainer besiegt. Ich heile jetzt eben meine Pokémon-Freunde und dann beenden wir auch den Part. Okay. So. War ja wieder eine produktive Folge. In den nächsten Kampf. Nächsten Part geht es dann an den Arena-Leiter. Mal schauen, wie es dann so aussehen wird bei Tim. Ich habe Angst. Ich freue mich. Ich setze einfach Nicholas nach vorne und hoffe, dass es wreckt. So. Aber gut, Leute. Gut, Slice erreicht nochmal Level 14. Ich bin jetzt auch, glaube ich, fertig mit dem letzten Kampf, wenn ich mich nicht irre. Müsste sein. Moment, ich schaue mal kurz nach. Ja, das war der letzte Kampf. Dann gehe ich jetzt auch nochmal Richtung Pokémon Center. Und das war's dann auch mit dem Part. Jo. Und ich hoffe, euch hat es gefallen. Oder wir hoffen das. Immer so egoistisch. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch eine positive Bewertung da. Wir sehen uns im nächsten Part, dann, wenn Tim wieder weinen wird. Hat er lange nicht mehr gemacht. Ja. Ich fürchte es irgendwie. Aber wir werden mal sehen. Leute, macht's gut. Bis zur nächsten Folge. Haut raus. Ciao. Ciao.